Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Star Citizen Voucher. Immer noch die Anfänge hier mit dem Kneilefeiz. Ich habe den zweiten Fisch noch nicht besorgt, das machen wir aber die nächsten zwei, drei Folgen. Ist also gebongt, ne? Wir holen uns da noch einen zweiten rein, falls wir abwesend sind, dass der Kneilefeiz hier nicht so allein ist. Natürlich stehe ich vor dem Aquarium. Ich fand auch ziemlich cool, dass man im Hintergrund die Cutlass sieht, die wir immer noch geliehen haben. Da oben ist er, ein bisschen dunkel hier. Ich habe es umgestellt, ihr seht's. Also das ist leider immer so, dass wenn ich reinkomme in den Hangar, dass es dann wieder neu spawnen muss. So, er ist halt wirklich winzig, weißt du? Jetzt habe ich mir gedacht, ich wollte eigentlich heute mit euch die ICC-Mission machen, aber da draußen ist die Hölle los im PU. Ich bin da jedes Mal angeflogen, war schon einer dran. Dann spawnt man ja selber einen Pirat, wenn man an die ersten Missionspunkte da kommt. Dann kommen meistens welche dazu, also da war echt die Hölle los. Jetzt habe ich mir gedacht, Leute, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier rein. Man kann sie übrigens, also ich kann sie nicht spawnen draußen im PU. Hat ja einer geschrieben, bei ihm klappt es. Bei mir geht es leider nicht. Die kommen da gar nicht zur Auswahl, ne? Hast du gesehen, wie schnell ich jetzt die Klappe gefunden habe? Jetzt gehen wir mal hier rein. Und jetzt gucke ich natürlich hier erstmal nochmal richtig rum, weißt du? Hier habe ich zum Beispiel beim letzten Mal auch nicht geguckt, ob wir vielleicht die Toilette auch umfunktionieren können als Dusche. Das geht nicht, ne? So, alle roten Punkte sind jetzt hier potenzielle Schalter. Das haben wir auch schon gelernt. Die Ding, das muss man aufkriegen, habt ihr, glaube ich, gesagt, ne? Die Druckkammern und so. Also ich finde es unheimlich super, wie ihr euch da so ein bisschen eingebracht habt mit euren Erfahrungen wieder. Jetzt pass auf. Jetzt habe ich irgendwas geöffnet. Jetzt ist die Frage, was ich geöffnet habe. Ich vermute fast, dass ich da drin... Alles klar, das erklärt's, ne? So, Alterle, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Jetzt haben wir die Klappe tatsächlich geöffnet. Hammer. Wir spawnen uns jetzt auch gleich im Swarm, also im Arena Commander. Spawnen wir uns jetzt auch gleich die Cutlass einmal. Ich habe sie natürlich jetzt noch nicht unbestückt und unbewaffnet. Der eine Turm, der automatisch dann mit den Waffen gekoppelt wird, der soll ja auch angeblich gar nicht funktionieren, richtig? Deswegen habe ich gedacht, sparen wir uns die RECs. Ich musste eh für die Arranger die Longswords nachkaufen wieder. Jetzt pass mal auf. Wenn ich es jetzt wieder zumache, ist das Loch auch zu, oder? Eine Ender Seed? Guck mal. Ender Seed, ne? Kann jetzt von hier aus den Seed ändern, wenn ich das will. Hier, da war es. Close. Es ist halt eine Spielerei. Ich will sehen, wie es zufährt. Klack, wenn du da so halb drin steckst. Ey, das können wir nicht, oder? Wenn ich es von hier aus bedienen könnte, wäre super. Dann könnte ich mich mal reinstellen und gucken, wie uns der Kopf... Entschuldigung. So, alles klar. Jetzt pass auf. Ender, das ist der Turm, ne? Jetzt, wenn ich hier drauf drücke, dann brauche ich nämlich gar nicht springen. Da kommt das Türmle runtergefahren und wir setzen uns rein. Die Funktion funktioniert also auch. Und dann ist hier rechts noch ein roter Schalter und der müsste eigentlich fürs Ding sein, ne? Hier ist es auch ein bisschen verbuggt, wenn man es innerhalb des Hangars anschaut, wie man sieht, ne? Da sind halt auch die Funktionen nicht alle da. So. Schauen wir uns auch gar nicht länger um. Jetzt pass auf, einen Schalter haben wir noch. Einen Schalter haben wir noch. Gib mir meine Kontrolle zurück. Danke. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Jetzt guck mal das mal. Hier. Hier geht es dann auf, wunderschön. Jetzt pass auf, hier sind nur noch ganz viele rote Dinger. Hier ist, glaube ich, dann die Seitentür. Genau. Ist das der Hammer? Exit. Schon allein auf den Flügel hier raus ist der Hammer. Und da müsste doch jetzt auch die Leiter sein. Hier, Use Ladder, ne? Jetzt ist die Frage, wie kriege ich die Leiter von außen? Das geht bestimmt auch, dass man die von außen sich ranholt, oder? Das ist der absolute Wahnsinn. Okay, also funktionstechnisch würde ich sagen, haben wir es soweit jetzt nochmal durchgecheckt. Jetzt gehen wir nochmal kurz rein. Ich will auch nochmal ganz schön schauen. Ein paar von euch haben geschrieben, ob ich bemerkt habe, dass die Sitze sich in Position fahren. Das will ich jetzt nochmal bewusst erleben. Und dann würde ich sagen, nee, Exit will ich nicht. Ich würde es jetzt gern zumachen. Tschüss. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Leiter eingefahren ist. Ich nehme es halt mal an. Seid ihr auch Schalter? Nee, ihr seid nur Lichter, ne? So, pass auf. Setzen wir uns nochmal hin. Macht der Sitz, der fährt jetzt in die Mitte, ne? Tatsächlich, ja. Ich habe nur auf die Monitore geachtet und auf den Ventilator, ne? Ist klar. Ja, super. Echt super. Musste ich jetzt drücken, aber hat kein Landing Gear. Ich wollte das Landing Gear gerade einfahren. Gucken, was er macht. So, alles klar, Leute. Das war's auch schon. Jetzt will ich noch eins testen. So, Alter, das steigt mal aus. Siehst du, fahrt's links rüber, tatsächlich. Wupp. Ein bisschen eng ist es vorne, aber durch das, dass die Funktion dabei ist, geht's eigentlich, ne?
Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe vielleicht? Am Tableau? Guck mal, da hängt ein Aufkleber. So, alles klar. Hier ist der Schalter integriert ins Ding. Krass, krasse Geschichte. Na? Siehst du, musst halt ein bisschen spielen immer. Da war es wieder. Man sieht hier auch keinen Faden. Jetzt, stopp. Also das finde ich halt schon, ist eine wackelige Geschichte, ne? So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Da-da. Da-da-da-da. Da ist auch ein Schalter. Das ist dann der Schalter fürs Ding, ne? Na? Das verstehe ich halt nicht, wie man das machen kann, aber gut. Die werden jetzt. Da war's. Aber das hatte ich bei der Aurora am Anfang ja auch. Und dann gewöhnt man sich dran und dann buggt man plötzlich auch nicht mehr rum mit den ganzen Dingern. Jetzt pass auf, jetzt will ich mit dem Buggy mal hier reinfahren. Das hat auch jemand geschrieben. Das probieren wir natürlich, ist klar, ne? Bevor wir dann loslegen. Gehen wir in unseren Buggy. Übrigens, der Buggy, der war mit dem Aquarium zusammen, ne? Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, falls es jemand verpasst hat. Für die REFs, der Code ist natürlich wieder eingeblendet hier. Den Code, wenn ihr eingibt, wenn ihr das Spiel ordert das erste Mal, also wenn ihr einsteigt, das ist mein Code, da bekomme ich einen Punkt. Und durch die 5 Punkte, die ich schon sammeln durfte, habe ich diesen Buggy hier bekommen und das Aquarium. Jetzt, der Buggy buggt natürlich ein bisschen, das wissen wir ja. So, stopp. Der ist doch breiter wie die Hütte hier, oder? Sollen wir da jetzt echt reinfahren? Komm, wir geben Gas. Probieren wir jetzt. Nee, der ist zu breit. Der ist zu breit. Vielleicht mit mehr Anlauf. Ja, aber so wird sich das anfühlen, ne? Wenn ihr dann auf eurer Nox hockt, zum Beispiel, dann könnt ihr da so hinten rein. Das steigt mal aus, Alter, wie das aussieht, wenn der jetzt hier so klebt. Jetzt muss ich natürlich probieren, das Ding zuzufahren, während der da. Entschuldigung, manchmal bin ich einfach nur doof. Ja, aber guck mal, fast würde reinpassen. Ich sollte vielleicht noch mal gerade fahren. Pass mal auf, wir probieren das nochmal. Ein bisschen Spaß muss ja auch mal zwischendrin sein, ne? Wir können ja nicht mal hier den vollen Ernst abhängen. Das war jetzt der Spaß im Spaß. So, Allerle. Der buggt jetzt auch gar nicht mehr so arg, ne? Fahr mal ein bisschen weiter links rüber. Ne, es passt auf keinen Fall halt durch die Stützen hier auch. Aber es wäre geil. Es wäre einfach nur geil. Okay. Steig aus, lass ihn so stehen und dann machen wir die Klappe zu. Mal gucken, ob es einen kleinen Hangar rumsausen lässt. Muss ich natürlich gucken, ne? So, das nennt man die Buggy-Schleuder. Kann ich es von hier zumachen? Das wäre super. Okay. Nee, hat jetzt nicht so den Rieseneffekt gebracht. Wieso gebe ich jetzt nicht einfach auf? Jetzt pass auf, wir müssen den nochmal so hinfahren wie gerade. Leute, sorry. Ich überlege dann später, ob ich es rausschneide. Ich muss das jetzt probieren. Hier läuft es auch gerade, weißt du? Draußen im PU ist die Hölle los. So, Alterle. Dreh mal eine Ründle. Genau, und jetzt Vollspeed da drauf. So, und jetzt raus. Weil jetzt steht er nämlich besser drauf wie gerade eben. Ja, Alterle. Mit mir machst du nur. Da habe ich gerade gedacht. So, ne? Und jetzt machen wir das Ding zu. Ist aber eine knappe Geschichte. Das hätte auch hinhauen können, weißt du? Spring mal da hoch. Geht nicht. Ist die Leiter noch raus? Ne, die Leiter ist jetzt auch nicht mehr raus. Das wäre natürlich jetzt die Frage, kann man das. Ist hier der rote Punkt vielleicht was, was ich bedienen muss? Ha ja, guck mal! Die Mistkäfer. Das ist es. Das ist es hier, der rote Punkt. Ah ja, super. Wie soll ich denn da denken, dass das ein Schalter ist, Alterle? Sind die geil. So, komm. Jetzt machen wir es von innen zu. Wir müssen nur rechtzeitig rausrupfen. Ich würde es von außen gerne sehen. So, halt. Enderle. Jetzt weiß ich auch, wie ich sie von außen aufmachen kann. Siehst du? Wieder was gelernt. So. Ja, schade, ich habe mal den Lüft hoch oder so, weißt du, dass er vielleicht reinschnappt. So, jetzt gehen wir aber raus, Arena Commander, bis gleich. So, wir sind im Singleplayer, Wendul Swarm habe ich ausgewählt, Dying Star habe ich ausgewählt und zum Testen hauen wir jetzt die Cutlass mal auf die Map. Natürlich ist die jetzt nicht optimal eingerichtet, ja, ich habe sie so gelassen, wie wir sie geliehen haben, einfach nur mal um zu sehen, um zu fühlen, wie sich's anfühlt. So, Leute. Bin ich gespannt. Am liebsten wäre es natürlich, wenn ich mich mitten ins Gefecht setzen könnte, aussteigen, in den Turm hoch und mit dem Turm ballern. Aber die schießen ja auch auf uns. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so funktioniert, ne? So, pass auf.
Natürlich ist sie nicht so schnell wie eine M50, aber 510, für mich ist es halt schneller wie die Aurora, ne? So, pass auf. Da vorne sind sie. Wir könnten natürlich jetzt gerade am Anfang, wenn der Wixen und der Warlord noch so aktiv sind, wobei ich sie gerade gar nicht sehe. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir können natürlich auch gucken, wo unsere Kollegen sind. Die sind da hinten. Pass mal auf, wir gehen mal dahin, wo die Kollegen sind. In der Hoffnung, dass die ordentlich mitkämpfen. Stopp, hier muss er abstoppen. Und zwar gänzlich. Das sind drei Stück, ne? Sollen wir es mal probieren? Boah, ne, geht ja gar nicht. Man kann ja gar nicht aussteigen. Okay. Jetzt holen wir uns halt mal einen. Probier mal. So, mein Freund. Ah, siehst du, das ist natürlich jetzt. Das ist bescheuert. Das sind diese Pips so weit auseinander, ne? Aber wir haben ja Raketen. Wow, jetzt hat er die erste abgefeuert. Ah, das ist die, wo der Dings gemeint hat, der Agent, ne? Krass! Das ist die, wo die Köpfe dann verteilt vorne. Ey, Alter, die braucht man. Die braucht man. Die braucht man auf der Avenger. Die muss ich umrüsten. Die muss ich umrüsten fürs nächste Mal. Das ist ja geil, wenn diese Köpfe sich so teilen. Schade, dass man nicht geschwind aussteigen kann. Das wäre eine geile Geschichte gewesen. Weißt du, dass man in den Turm hoch kann, aber das geht ja nicht innerhalb des Modus hier. Oh, die Rakete ist cool. Die macht Laune. Die macht echt Laune. Aber wie kann ich denn entscheiden, welche Rakete ich auswähle? Ich habe ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, ne? Wenn ich jetzt... Was war das? Also mit den... Das hier mit links, das ist der Pip. Und der ist fixed. Wenn ich mit rechts schieße, ist fixed, ne? Das macht es nicht einfacher. Also da bin ich schon froh, dass ihr mir geholfen habt bei der Arranger, dass ich die optimal einstellen konnte, weil nur so macht es auch wirklich Sinn, ne? So, komm ein bisschen näher hin. So, wow. Hier, jetzt pass auf. Ist das nochmal so eine geile mit den Sprengköpfen? Ah ja, guck mal. Boah. Ist das der Hammer? Da müssen wir umrüsten, oder Leute? Das ist ja... Alter, ist das geil. Natürlich sind Raketen später teuer, das habt ihr mir schon ganz oft gesagt. Aber im Moment ja nicht, weißt du? Im Moment ja noch nicht. Ja, das ist blöd, ne? Fixed und Pip. Er schießt aber beide mit Laser, glaube ich, ne? Haben wir noch so eine geile? Das ist... Guck mal, guck mal! Boom! Die haben ja gar keine Chance mehr mit so einer Rakete. Das ist geil, da muss ich umrüsten. Da muss ich jetzt nochmal in den Kommentaren suchen, welche Rakete, was ich da alles brauche für unsere Avenger, ne? Ah, Hammer, Hammer. Mit den Raketen will ich spielen, auf jeden Fall. Da unten ist er. Brauchen wir jetzt nichts einsammeln. So, mein Freund. Macht auch Laune, ne? Macht auch Laune. Vor allem mit den Raketen halt. So, Little King. Mal gucken, ob wir für dich noch so ein Teil haben. Das wäre natürlich obergeil. Wow, 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 wow. Oh, ist der doof. Ist er selber dagegen geschellt? Aber ich sollte nicht so laut schreien. Ich kenne mich. Ich bin der Nächste, der dagegen hammert. Also es macht auch mit der Spaß, ne? Ist natürlich jetzt nicht für Kampf ausgelegt nur. Ah, hier ist ein bisschen buggy mit den Raketen aufschalten, habe ich gerade gemerkt. Ah, der ist schon kaputt. Haben wir eigentlich schon was getroffen? Drei Kills gehen schon auf unsere Kappe. Ist der Wahnsinn. Ha, da bleiben wir in Zukunft mit der Cutlass hier drin, wenn das so toll läuft. Die hält doch auch normalerweise ein bisschen mehr aus, ne? Da ist wieder Raketle. Wow! Und nochmal eine. Haben wir so eine noch? Vier Stück sind es insgesamt gewesen. Nee, aber die trifft auch ganz gut. Hast du gesehen? Jetzt haben wir natürlich nur mit Raketen gespielt. Ist natürlich kein Vergleich dann. Der ist zerschellt. Alter, das läuft richtig gut. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. So, ich habe jetzt momentan überhaupt keinen Durchblick, wie rum ich bin. Lass doch mal gucken. Vier Kills. Da bleiben wir jetzt drin. Das muss ja nach Spaß laufen. Es muss ja nach Spaß laufen. Wir können natürlich schauen, ob irgendwo Ding rumliegen. Dann können wir Raketen einsammeln. Guck mal, da hinten ist wieder einer. Den holen wir uns.
Aber auch der ist noch so weit weg. Wie sieht's hier aus? Der ist gut. Und die fliegt sich gut. Also ich habe das Gefühl, die fliegt sich echt toll, Leute. So, pass auf. Ja, der Raketen-Johnny. Ich bin der Raketen-Johnny, Leute. So, zack. Ah, das war nix. Aber die hat schon auch Bums, ne? Ich schieße jetzt natürlich mit beiden Waffen. Obwohl ich eigentlich nur mit... Na, guck mal, ja, ein bisschen Damage haben wir gemacht. Ja, das ist klar. Die müssten wir halt jetzt optimieren mit Waffen. Aber hast du gesehen? Da war auch gerade ein richtig fetter Treffer dabei. Zack, und dass man 8 Raketen hat, ist halt schön. Der ist doch weg, den haben wir doch jetzt. Die Rakete fliegt. Und? Und? Hat er abgewehrt. Irgendwas schießt auf uns. Voucher, solltest du vielleicht weggehen und vor allem Raketen einsammeln, wenn es irgendwelche gibt. Warning, Shields critical. Ne? Dann gehen wir mal ein bisschen auf Abstand. Ja, dann machen wir halt die Runde heute mit ihr. Warum nicht? Ist doch geil. Ist doch geil. Das mit den... Warlord became... Okay, ich dachte gerade. Schon wieder geholt. Hier, was ist mit dir los? Wir haben noch eine Rakete, ich wollte es nur mal dazu sagen. So. Voucher, muss ein bisschen ruhiger bleiben. Treffen wir? Im Moment nicht, ne? Rakete raus! Wenn man 8 Stück dabei hat, ist ja alles nur Ballast. Die hat er wohl ausgetrickst. Wow! War der auf uns? War der auf unserer Kappe, Leute? Ne, 4. Da war wieder einer, der geholfen hat. Ja, ja, komm, hau ab, Alterle. Die schießen auf dich. Ella Shields down. Oh, Schilder sind down. Komplett down, Alterle. Okay, ich drehe mich rum. Ich drehe mich rum, Alter. Ich lass mich doch von dir jetzt ins Boxhorn jagen hier. Komm mal her. Komm mal her. Jetzt haben wir keine Raketen mehr. Ich wollte es nur mal so dazu sagen. Das mit den Pips, ne? Wenn die so weit auseinander liegen, das ist totaler Schrott. Also mit links weiß ich jetzt, das ist der hier. Bom. Jetzt weiß ich nicht, haben wir getroffen? Ist er zerschellt? Ne, 4 Kills. Hä, was ist das andere da hinten? Abping. Ah, das ist schade. Wir bräuchten noch Raketen, Leute. Lass uns mal gucken, ob wir irgendwo Raketen einsammeln können. Da hinten vielleicht. La 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 la. So, komm her, dann machen wir halt weiter. Dann machen wir halt weiter hier. So, mein Freund. Mach langsam, ich bin alt. Da ist eine Rakete. Jetzt ist einer von uns draufgegangen, glaube ich, so wie das geschrien hat. Die Rakete holen wir uns. Eine Rakete ist ein Kill. Gott, macht es Laune. Die Raketen brauchen wir auf jeden Fall. Die möchte ich beim nächsten Fighting-Clip. Nein! Wie kann man denn so vorbeisausen? So, nochmal rein. So. Schön, wie die wendet. Und ich habe noch nicht einmal dekoppelt. Oh. Jetzt habe ich sie. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, Mist. Der war es doch, der geschossen hat, oder? Komm her. So, frisch gesammelt. Ist er zerschellt? Wow, nicht getroffen. Aber die Raketen sind geil. Oh, Abwehr. Bisschen spät gedrückt, tut mir leid. Hier ist gerade die Hölle los. Ich muss mich mal so ganz kurz sammeln. Wir fliegen mal ein bisschen aus der Reichweite von allem. La 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 la. Oh, Alter, wir kriegen hier volles Pfund. Natürlich klar mit den Raketen, ne? Wenn die nicht teuer werden würden später, dann hätten wir ja, das wäre ja imber. So, komm. Da hinten ist noch was zum Sammeln. Wenn da eine Rakete dabei ist, schießen wir noch eine Rakete raus. Au! Hört auf. Jetzt ist es despawntes Zeug. Ich dreh durch, Alterle. Guck mal, ich glaube, die zwei Kerle sind weg, ne? Oh, ich... Doch, die läuft noch. Und abgewehrt. Und abgewehrt. Der Voucher hat von der Community gelernt, was er machen muss. Komm her, komm her, komm, 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 komm. Wow!
Alter, fahr mich doch gleich noch an, du Kamikaze-Typ. So. Also mit der linken Waffe ist auf jeden Fall mehr Schaden zu machen und besser zu treffen. Das ist auch wieder die bewegliche, ne? Ich bin, glaube ich, mit fixed. Ich weiß auch nicht, wenn ich fixed mache, müsste ich so. Das gefällt mir nicht. Und bei der großen Maschine ist es wahrscheinlich auch einfacher, wenn man nicht fixed spielt, denke ich mal, ne? Bis die immer rum ist. Das war der Versuch, eine Rakete aufzuschalten, ist aber keine mehr da. Dreh sie mal so ein bisschen ein. Aber jetzt. Ja, wir treffen schon. Je näher man ist und je leichter man die Geschwindigkeit drauf hat. Die schießen natürlich jetzt auf mich. Wir sind jetzt auch gleich kaputt, denke ich mal. Jetzt komm. Dann gehen wir mit dem anderen Pip hin. Aber das sind kleine Waffen, ne? Jetzt sieht's gut aus. Wenn er so bleibt, könnten wir ihn eventuell kriegen. Ich will den noch. Komm schon! Alter, was ist denn los? Keine Chance, ne? Die müssten wir jetzt halt mit Waffen anpassen noch ordentlich. Ich habe das Gefühl, wir sind drauf. Wenn jetzt die anderen uns nicht vorher abschießen, kriegen wir den wahrscheinlich noch. Guck mal, wie viel Damage wir drauf machen auf das Ding. Jetzt haben wir sie, oder? Lebt er noch? Alter, der ist noch unterwegs. Mit dem bisschen, was er noch hat von seinem Schiff. Da gehen wir jetzt nicht auf. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Dass der noch lebt. Wir haben keine Raketen mehr, sonst hätte ich ihn wegholst. Keine Chance. Ich sehe den aber auch fast nicht mehr, was ich da treffen muss. Die anderen haben es jetzt gleich wegholst. Der ist jetzt bloß noch das Kanonenfutter, mehr oder weniger. Oh. Ich habe eine Abwehr rauskauen. Komm schon, bitte, den noch, nur noch den, nur noch den, nur noch den. Lieber Gott, nur noch den, bitte. Yo! Jetzt fliegen wir mal weg. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Naja, komm. Wendul Hunter. Vielleicht haben wir Glück und wir finden noch eine Rakete zum Einsammeln. Die sind jetzt alle halt hinter uns her, ne? Aber die hält schon gut was aus, die Cutlass, oder? Was ist los? Was ist mit dir los, Alter? Da vorne ist was zum Sammeln. Wenn da eine Rakete dabei ist, guck mal, drei Stück sind es jetzt, die auf uns draufgehen. Ist klar, dass es nichts wird. Ist aber keine Rakete, oder? Nee. So, Alterle, sammel trotzdem ein. Abwehr raus. Alter, super, eingesammelt und eine Abwehr rauskauen. Super, macht tierisch Spaß mit der Maschine. Vielleicht sollten wir uns doch mal irgendwann das Ding richtig herrichten, weißt du? Wobei, ich will mir auch noch einen Fighter ausleihen, ne? Das machen wir vielleicht auch noch demnächst. Dass wir uns einen richtigen Fighter ausleihen, aber nicht den Imba-Fighter, den es momentan gibt. Obwohl, eigentlich ist es wurscht zum Testen. Ich will ja die Maschinen alle mal sehen. So, jetzt habe ich natürlich keine Rakete gefunden, was schade ist. Guck mal, hier, ne? Okay, es hilft ja nichts, dann zerschieß uns halt, Alter, ne? Geh mal ein bisschen näher hin. Ah, boah, böse. Jetzt sind wir natürlich voll im Kreuzfeuer hier, ist klar. Das wird jetzt nichts mehr. Das wird jetzt nichts mehr. Aber wenn wir neu spawnen, haben wir wieder Raketen, ne? Ey, das machen wir jetzt. Wir fliegen hier in diesen kaputten Stern rein. Dann spawnen wir nochmal neu. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt lassen wir es halt heute so. Haben wir ein bisschen mit der Cutlass noch was gemacht. Jetzt fliege ich hier mal gegen das Gitter. Und dann holen wir uns mal mit den Raketen zumindest noch einen, würde ich sagen. Boundary Clutch. Ist klar, dass wir jetzt einen Unfall gebaut haben. Guck mal, aber 5 Kills haben wir, weißt du? So, X. Jetzt müsste ich doch normalerweise wieder Raketen haben, ne? Wo sind jetzt die Kollegas? Da oben. Hier. Alter, das sind 5 Stück. Und ich habe das Gefühl gerade, dass da noch einer ist. Hier, den holen wir uns. Boah, Shields down. Na ja, klar, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das sind zu viele. Habe ich doch keine Raketen mehr.
hatte das Gefühl, dass man durch Neuspawn Raketen kriegt, ist aber wohl nicht so. Aber immerhin, wir wehren uns noch, weißt du? Wir wehren uns noch. Ja, ja, geh rüber, geh rüber. Wir kriegen noch einen. Du weißt es nie. Immer erst aufgeben, wenn es vorbei ist. Komm schon, komm schon. Ja, komm schon, komm schon. Jo, er trudelt, er trudelt. Und. Die anderen, die, dass die uns noch nicht runtergeholt haben, wundert mich gerade. Wenn die zu 5 sind. Schade, ich hätte noch gerne eine Rakete verschossen. Echt, hätte ich voll Bock gehabt. Aber okay, ich bin zufrieden. Ich weiß jetzt, dass wir für die Avenger auf jeden Fall diese Missiles brauchen, die sich vorne die Sprengköpfe dann aufteilen. Das müssen wir. Das brauchen wir, Leute. Da kommen wir halt nicht drum rum. Hab ich heute wieder mit Dauerfeuer gespielt, ne? Das ist aber, weil ich mit den Pips hier gerade gar nicht klarkomme. Das hier ist, glaube ich, die Geschichte. Mit dem komme ich aber besser klar, weil der mehr Damage macht hier. Ist aber auch eine Impulskanone irgendwie mit Laser, ne? Vielleicht schaffen wir den noch. Jetzt haben sie uns, jetzt sind sie voll auf uns drauf. Das wird nichts mehr. Aber es war eine schöne Runde, finde ich. Hat tierisch Spaß gemacht, das mal zu probieren mit der Maschine hier. Wenn ich nur eine Rakete hätte. Guck mal, aber wir haben den. Im Bedrängnis ist er. Im Bedrängnis ist er. Fliegt man noch ein Stück näher hin. So. Boah, knappe Geschichte. Alles klar, Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder. Nochmal zur Erinnerung vielleicht, weil es der ein oder andere nicht mitbekommen hat. Wir bringen jetzt alle 2 Tage einen Clip. Ich kann das mit den festen Wochentagen momentan nicht aufrechterhalten. Deswegen alle 2 Tage, aber im Uploadplan steht es ja immer drin, wie, was, wo. Und falls ich mal einen Clip nicht aufrechterhalten kann oder er ausfallen muss, kann ja auch mal sein, dass die Server down sind, dass Wartungen sind, das weiß man ja alles nie, dann schreibe ich das auch entsprechend im Uploadplan in einem Hinweisfeld mit dazu, ne? Dann wisst ihr da immer Bescheid. Jetzt pass mal auf, wenn wir den noch kriegen werden zum Abschluss, wäre natürlich feierlich. Komm her. Wir sind drauf, wir sind. Wo ist er? Hier, ne? Also die anderen sind aber nicht so gut, dem seine Kollegen. Die müssten es schon längst runtergeholt haben. Boah, tut mir leid, Alter. Red out, black out. Alles out. So, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.